Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin, heute mit Manuel Seitz, unserem Kapitän. Gibt sich die Ehre, kommt zu uns vorbei, stellt sich natürlich nochmal den Fragen bei uns. Und die Frage, erste Frage ist, so langsam läuft doch mal alles gut beim FCS. Nach dem 0:3 oder 3:0, sagen wir es mal so. Ja, genau, kann man so sagen. Also, wie schon gesagt, einen scheiß Start erwischt, 3:0 direkt mal auf die Mütze bekommen und ja, dann eine gute Reaktion gezeigt und ja, jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen. Also, ja, von den Ergebnissen her läuft es gerade. Spielerisch müssen wir, denke ich, schon noch ein bisschen mehr zeigen. Was macht man als Kapitän nach so einem verkorksten Start? Du kriegst zu Hause 0:3 auf die Mütze, wie du schön gesagt hast. Was macht man, das ist da die Aufgabe des Kapitäns? Ja, ich denke, die ganze Mannschaft war insgesamt damit nicht zufrieden und wir haben viel darüber gesprochen in der Mannschaft, um rauszufinden, woran es jetzt letztendlich gelegen hat und ja, haben, denke ich, auch dann gemeinsam die richtigen Schlüsse gezogen und ja, die Reaktion haben wir ja dann ein paar Tage später in Freiburg gezeigt. Ja, dann kam Stuttgart, dann kam Stadtallendorf, jetzt geht es nächste Woche erst nach Steinbach. Wie sieht es da aus? Ja, Steinbach hatte einen super Start, würde ich sagen, mit 3 Siegen und einem Unentschieden, glaube ich. Und ja, jetzt müssen wir testen, ob sie wirklich so gut sind. Also wir fahren mit Sicherheit dorthin, um auch die 3 Punkte zu holen. Und ja, das ist das Ziel. Tja, wir reden gleich weiter im FCS-Magazin Teil 2. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, dann willkommen zurück beim FCS-Magazin Teil 2, heute mit Manuel Seitz, unserem Spielführer. Und wir haben schon das nächste Spiel gesprochen, dass das ziemlich schwierig wird. Das nächste Spiel ist erst nächste Woche Mittwoch. Warum? Weil am Wochenende natürlich die B-Pokal ist. Da sind wir leider nicht dabei, sondern Elversberg hat da den Vortritt. Die spielen gegen Wolfsburg. Wie bitter ist das? Wie weh tut sowas? Wieso? Sie haben doch einen Erstligisten als Gegner, oder? Ja, nein, wie bitter ist das für euch jetzt oder für dich? Natürlich, wir hätten gern das Spiel mitgenommen, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Jetzt haben wir die Chance leider durch Saarland-Pokalfinale letztes Jahr nicht. Und ja, ist schade, aber ja, wir können es nicht mehr ändern. Guckt man sich sowas dann an oder lässt man es eher sagen? Wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht gerade trainieren, ich weiß gar nicht genau, wann sie spielen, Samstag, ne? Ich weiß nicht mal genau, aber ja, dann schaut man sich die DFB-Pokalrunde bestimmt an. Ja, dein Tipp? Ja, Elversberg hatte jetzt nicht den Top-Start unbedingt. Also, ja, es ist immer schwierig gegen Erstliges. Eine Überraschung ist möglich, denke ich, aber ich denke schon, dass sich Wolfsburg im Endeffekt dann doch knapp durchsetzt. Okay. Ihr habt ein Problem vor einem Sturm, kann man mittlerweile so sagen, oder? Ja, so ein bisschen eine Krise, würde ich sagen, weil jeder Stürmer eigentlich verletzt ist momentan. Weg oder verletzt? Ja. Aber da schlummert ein Talent. Und über das sprechen wir gleich im FCS-Magazin Teil 3. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin mit unserem Captain im Teil 3. Ja, hat schon eben gesagt, da schlummert vielleicht ein Talent. Marc Prassnitsch hat in der Jugend für Bayern 04 gespielt, 50 Spiele, 50 Toren beteiligt. Das ist eine Hausnummer, ja, auch wenn es in der Jugend ist. War dann bei Viktoria Köln zu 17 Kurzeinsätzen kommt und kommt vielleicht nach Saarbrücken. Was weißt du denn darüber? Ich weiß darüber, dass er seit dieser Woche bei uns trainiert und ja, bis jetzt eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Und heute Abend haben wir das Spiel gegen Wiesbaden und dann wird man, glaube ich, schon mehr wieder zu der Personalie sagen. Ja, wie weit kann man schon mehr sagen? Also kommt das zum Einsatz zu testen, ja. Nochmal. Training, sagst du, machst du einen guten Eindruck, auch so einen richtigen Knipser oder? Wie kann man sich den jetzt vorstellen? Ja, er hat das Tor schon ein paar Mal getroffen im Training, ja, okay. Das kann man schon sagen. Ja. Nee, er spielt gut mit, er ist eigentlich ziemlich schnell integriert gewesen und jetzt
Ja, schauen wir heute, wie es sich im Ernstfall, wie das da noch aussieht im Spiel gegen Wiesbach. Und dann entscheidet das, ja, ich denke, Markus Mann und der Trainer gemeinsam. Da haben wir Spieler nicht so viel mit am Hut. Ja, so ziemlich der letzte Stürmer ist auch noch ausgefallen. Wann kommen die denn nochmal zurück? Wie sieht es denn da aus mit der Verletzungsreihe, Warteschlange, wie man es nennen kann? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das dauert alles noch so seine Zeit. Das meiste war ja Muskelbündelrisse. Wie lange? Ja, 6, 7, 8 Wochen, würde ich jetzt mal so tippen. Und ja, wir müssen halt schauen, dass wir nicht wieder zu früh anfangen und dann direkt wieder ins nächste Schlamassel, sondern dann endlich fit bleiben, damit wir ein paar Stürmer zur Verfügung haben. Tja, wir reden gleich weiter mit Manuel im FCS-Magazin Teil 4. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, und wir sind zurück mit Manuel im FCS-Magazin Teil 4. Ja, Verletzungssorgen beim FCS. Was macht man dann? Welche Kette spielt man am besten, wenn man fast keinen Sturm mehr hat? Oder welche Formation, sagen wir es mal so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Trainer sich schon was Gutes einfallen lässt für Steinbach wieder. Also wer jetzt genau dann vorne drin spielt. Aber es wird wohl ein Einstürmer sein, der vorne drin steht. Ja? Ich gehe stark davon aus, dass wir mit einem Stürmer spielen, aber wie wir das dann genau aufbauen. Geht man eher mit der Dreierkette ran oder eher mit der Viererkette bei einem Stürmer? Das macht jetzt mit dem Stürmer nicht so viel aus. Ja. Wenn man dann Dreierkette oder Viererkette hinten spielt, das ist eigentlich relativ egal, ob ein oder zwei Stürmer. Es kommt nur darauf an, ob wir dann mit zwei Zehnern dahinter spielen, mit einem Zehner. Ja. Keine Ahnung, der Trainer hat ja noch bis Mittwoch Zeit und ja, der wird schon was einfallen. Aber einfach ist es bestimmt auch für ihn nicht, da irgendwas hinzustellen jetzt. Er hat nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher. Kommen wir vielleicht nochmal auf das Talent zurück, wenn man jetzt in den Führungsreihen sagt, ja, der Marc, der ist das für uns und der Marc unterschreibt, ist er gleich spielberechtigt? Ich gehe stark davon aus. Ja. Er hat keinen Verein momentan. Also das war ja die Frage, der Verein ist los direkt, ja? Dann kann das direkt wechseln. Ich denke, wenn man direkt wechseln, ist auch direkt einsatzfähig. Jo, dann sage ich nur vielen Dank für dein Kommen und viel Glück bei dem schweren Spiel. Da brauchen wir vielleicht ein bisschen Glück. Und dass auch aus der zweiten Reihe mal getroffen wird. Vielen Dank, Mann. Dankeschön. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland.